geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Das wird doch tatsächlich der erste Vlog auf dem Lord Espeon Kanal sein. Ich erinnere mich noch an jemanden, der zum Start dieses Kanals gesagt hat, es wird keine Vlogs mehr geben. Ich möchte diesen Vlog so halten, wie ich den Vlog am Dienstag früher auch gestaltet habe, indem ich halt einfach immer mal die Tage filme und gucke, was so zusammenkommt. Das heißt, hier am Anfang kann ich das noch gar nicht sagen, aber eine Sache kann ich euch auf jeden Fall schon sagen. Und zwar haben wir hier einen ganzen Stapel Karten. Das sind alles Karten, die ihr im Giveaway sehen werdet. Und im Verlauf dieses Vlogs werden wir schon mal einen ersten Teil des Giveaways zusammenstellen. Ihr wisst ja Bescheid, das Giveaway kommt bei 100 Abonnenten oder 750 auf Instagram. Zu gewinnen geben wird es wieder zwei Pakete, eins hier auf YouTube und eins auf Instagram, um euch die Chancen so ein bisschen zu erhöhen und auch um die Vorfreude noch ein bisschen zu steigern. Allerdings habe ich noch einen kleinen Programmpunkt, den ich vorher schon mal mit euch abhaken will. Und zwar haben wir ja jetzt das Jahr 2021. Ich habe ja schon zwei TCG Online Livestreams gemacht im Jahre 2020 und aus denen möchte ich euch gerne nochmal meine Top 5 Hits zeigen. Noch entscheiden. Wenn bis dahin keine Kommentare gekommen sind, suche ich mir das einfach mal selbst aus. Jawoll, da ist die nächste Full Art. Und was ist das für ein geiles Artwork, Alter? Der Hala mit dem Feuer im Hintergrund. Ja, gecallt! Jirachi als Amazing Rare. Sehr, sehr geil. Die letzten 9 Booster. Ist da noch ein Big Hit dabei? Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in den Chat. Ja! Ich würde mal sagen, damit ist die Frage beantwortet. Wir haben die Ravioli-Dose gezogen. Ist das jetzt eigentlich das vorletzte oder das letzte Booster von Flammende Finsternis? Ich bin mir nicht so ganz sicher. So, dann sollten wir mal gucken, was da drin ist. Was? Was? Eine Goldkarte! Was? Wie geil ist das denn? Noch ganz am Anfang und dann gleich eine Goldkarte. Ich will auf jeden Fall gleich Last Pack Magic hier sehen. Last Pack Magic muss sein. Ja! Ja! Geil! Nice! Ha! Mega Glurak! Bam! Das sind die Pakete, so wie ich sie mir bisher vorstelle. Sie sind noch nicht fertig, sie werden erweitert werden. Wir haben auf jeden Fall in jedem Pack 2 VMAX-Karten, eine Auswahl von V- und GX-Karten und 2 Reverse-Energie. Die beiden Packs sehen natürlich jetzt noch ziemlich gleich aus, aber das wird sich noch verändern, vielleicht sogar im Laufe der Folge, weil ich habe vor, da noch ein paar andere Sachen mit reinzutun. Wir haben mittlerweile Montag, ich bin gerade von der Arbeit wieder nach Hause gekommen, aber es geht natürlich nicht, Pause zu machen. Nein, nein, auf gar keinen Fall, denn ich habe was vor. Und zwar mache ich ein Paket oder einen Tausch für den guten Brottag fertig, den werde ich gleich, oder Poke-Brottag. Diese 3 Karten werde ich ihm tauschen. Was ich von ihm zurückbekommen werde, seht ihr dann entweder auf Instagram oder in meinem nächsten Video. Wahrscheinlich beides. Der Brief ist weg. Meine Schwester ist da, die macht den Fernseher an. Da ist mein kleiner Baby. Aber was wir eigentlich haben ist, es wäre kein richtiger Vlog, ohne dass ich nicht irgendwie ein paar Booster aufmache. Wollen wir einfach mal sehen, ob das Random Booster Opening wie üblich ein Griff ins Klo wird. Fritzelblitz. Galaflamm, Pivian ist immerhin mal eine Reverse Rare und wir haben einen Lecryodon in Holo. Hashtag immerhin in Holo. So, Welt im Wandel. Kannst du noch einen raushauen, bitte? Pikolente, Flauschling, Alola Slimer, Schneckmark, Scaraborn und wir haben einen Gilfloor GX. Habe ich zwar schon 2 oder 3 Mal gezogen, ist aber ein netter Hit. Wir haben Dienstag, mein Shiny Star V-Video ist auf jeden Fall online. Das ist das letzte Video, was online kam. Checkt es unbedingt aus. Ich werde es auf der Endcard und in der Infobox verlinken. Aber das soll eigentlich gar nicht Thema sein. Und zwar habe ich hier, halte ich es verkehrt rum für euch, habe ich hier heute Post bekommen. Ich habe ja schon gesagt, während dieser Folge tatsächlich, dass ich einen Brief fertig mache. Und jetzt ist schon das da, was der gute Pokebrotag mir geschickt hat. Da wollen wir mal reinschauen. Oh
Ich habe ja vor kurzem meine Sammlung umstrukturiert und das sind auf jeden Fall 3 Karten, die ich auf jeden Fall noch haben musste. Aber das ist nicht alles. Tada! 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 Da sind nochmal 3 Karten, die ich unbedingt noch in der Sammlung haben musste. Vielen Dank an Emre. Cool, dass das schon so schnell angekommen ist. Abonniert ihn. Link in der Infobox. Das soll es auch erstmal schon wieder für den ersten Vlog gewesen sein. Ich habe die erste Folge mit Absicht etwas kürzer gestaltet und ein bisschen mehr gezeigt, damit ihr so einen groben Überblick habt, was dann in Zukunft auf jeden Fall so kommt. Wir werden im nächsten Vlog auf jeden Fall das Giveaway weiter vorbereiten und wir werden... Na schön, wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dann, ciao!